Herzlich willkommen zurück zu Mario Rabbids Kingdom Battles. So, warte mal, da komme ich. Was? Moment. Ach so. Ah, okay. Ich habe nicht gesehen, dass da die Kante irgendwie zum Runterschieben war. Okay, nehmen wir die 10 Kugeln, nehmen wir direkt mit zu Beginn. Gut, wir sind immer noch in schaurigen Faden und wir haben hier gleich ein Lichträtsel vor uns. Wir haben noch so einige Rätsel hier in dieser Welt, habe ich das Gefühl. Hatte ich das nicht mitgenommen? Egal, verloren im Sumpf. So. Wir haben hier dieses Spiel, das hatten wir ja schon mal, das Rätsel. Jetzt muss ich nur gucken, da hinten sind die Podeste. So, warte mal. Wir haben wahrscheinlich... wo muss das Licht hin? Das bringt schon mal nichts. Können wir bei dem ersten erstmal rumprobieren. So, da geht das auf. Das ist doch schon mal nice. Voll fancy. Ja, ist das dann nicht einfach Try and Error jetzt so nach und nach? Ja, guck mal. zack. Und wenn ich den jetzt da drauf packe, passiert das immer noch. So. Und dafür muss ich wahrscheinlich den wegnehmen. Und den roten runterfahren. Aha. Das war leichter als gedacht. Der Mond, er bewegt sich rückwärts. Da ist das finale Kapitel. Ich habe schon gesehen, wir haben 70% der Kapitel schon geschafft. Das heißt, noch die eine Welt danach und dann ist das Spiel leider auch schon vorbei, anscheinend. Ich weiß nicht, was uns da noch erwartet. Aha, unser kryptischer Kollege meldet sich, um uns zu gratulieren. Boah, das Mondtor steht offen und Herr Turmfahn wartet. Schon bald seid ihr von der Bildfläche verschwunden. Mit von der Bildfläche verschwunden meinte ich, ihr seid toll. Und Muhaha sollte heißen Glückwunsch. Und mit dem zweiten Muhaha wollte ich sagen, ihr seid wirklich cool und ich mag euch sehr. Und ich will nicht, dass euch etwas passiert. Ja. Nun, wie es aussieht, ist unser Abenteuer fast beendet. Lassen wir unseren Retter nicht länger als nötig warten. Jetzt ist die Frage, gibt es denn noch eine Lampe, die wir aktivieren könnten? Wie das da? Wie kriege ich das auf? Die hatten wir aktiviert. 3 Lampen. Alle an. Wegnehmen kann ich die auch nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt auch nichts mehr machen hier. Also, warum... Wie? Moment mal. Ist hier noch irgendwas, was man holen kann? Und weiß ich nicht. Hier gibt es erstmal ein Bonuslevel. Wie kriegen wir da hinten das, den Stein weg? Das ist ja eigentlich auch immer ein Schalter. Geht auf. So. Blub, blub. So, den darüber, den darüber. Den da drauf. Und den da wieder drauf. Schneller. Ach, come on. Die Steuerung hat mich gehindert, das zu schaffen. Und meine Unsicherheit, ob das jetzt richtig ist, was ich hier tue. Aber es war richtig. Okay, wir schaffen das jetzt ruckzuck. Guck mal, perfekt. Zack. Ich sollte vielleicht erst die Statue mitnehmen. Das liegt auf dem Weg zur Münze. Wir optimieren das jetzt. Komm, drauf. Drauf, zurück. Das nehmen. Zack. So, easy. Sehr gut. Wieder eine Waffe. Blödelbumm, die größte Show der Welt, deinen Gegnern eins auf die Rübe zu hauen. Okay, tun. Ich hab's, glaube ich, nicht richtig gelesen.
Bei Waffen lese ich nicht richtig. Boah, die Geräusche sind so toll hier. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, tatsächlich, ob ich einmal ohne Mario spielen könnte. Leute, wenn ich das könnte, hätte ich das schon lange getan. Mario ist aber ein festes Mitglied und ist sogar als Anführer hier eingetragen. Ich kann den nicht ändern. Es geht nicht. Der muss dabei. Das Spiel will, dass der dabei ist. Und es geht auch nicht anders. Sonst hätte ich das schon 10-mal gemacht. Da ist eine Kanone. Da ist ein Silber. Mein Gott, so viele Sachen. Jetzt muss ich aber nochmal zurück. Da muss es irgendwo noch einen Schalter geben, der diese Steine runterfährt. Oder diesen einen Stein. Den kann man ja auch nicht kaputt hauen. Also wir können den... Irgendwann wird er den roten Baron noch fangen. War das eine Snoopy-Anspielung? War das so? Ich glaube schon, ne? Weil wenn das Ding auf ist, ist das vielleicht offen, wenn die anderen noch zu sind? Wie kriegen wir diesen Stein weg? Jetzt gerade wahrscheinlich eh nicht mehr oder so. Ist wieder irgendwo auf dem Boden ein Schalter, den ich übersehe? Passiert mir ja gerne. Ihr schreibt mir dann immer nachträglich in die Kommentare. Da war ein Schalter, du hast den nicht gesehen. Ja, das war dann so. Aber danke, dass ihr mir dann schreibt, dass da ein Schalter war. Dann weiß ich wenigstens, worauf ich achten muss. Das meine ich ernst. Das ist wirklich gut. Okay. Von wenn wir mit der Welt hier fertig sind, müssen wir ja noch die Prüfung aus Welt 2 machen, ne? Hab ich ja gesagt, machen wir dann. Das wird wieder eine anstrengende Folge für mich. Viel zu schneiden. Weil ich die Folge ungern über eine Stunde haben wollen würde. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Mal geklappt hat. War die kürzer als eine Stunde? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Wir sind drüben. Wir haben keine neuen Fähigkeiten. Oder sonst was. Also gehen wir jetzt den Münzen entlang, weil die sind, glaube ich, nur dafür da, damit wir jetzt den richtigen Weg gehen. Yep. Ding, ding, ding. So. In die Richtung war das Mondgate, oder? Nein, war es nicht. Oder doch? Ja, doch. Okay. Bin mal gespannt, Tom Fahn. Phantom, der der Boss sein wird. Na sowas, ein Theater. Tom Fahn hat schon eine Neigung fürs Dramatische, oder? Ipo, nur ein kurzer Hinweis, dass meine E-Mail gehackt worden ist. Bitte ignoriere meine Nachrichten bezüglich Herrn Tom Fahn. Ich glaube, es handelt sich um eine Falle. Aber das habt ihr sicher schon selbst herausgefunden, da das für euch sicher genauso offensichtlich war wie für mich. Gezeichnet dein größter Fan. So, ihr habt euch also endlich entschlossen, hier aufzutauchen. Ihr kommt gerade rechtzeitig zur Show. Bowser Jr., du warst es, der uns die Nachrichten geschickt hat und uns gebeten hat, die Relikte der Güte zu suchen? Damit wir das Mondtor öffnen und Herrn Tomfahn finden, oder? Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ich hatte es vermutet. Okay, ich habe es erst in den letzten 30 Sekunden durchschaut. Tomfahn war nur ein Köder, es war eine Falle, oder? Er existiert wirklich. Dank euch kann er hier auf der Bühne endlich sein erstes Konzert geben. Oh. Na los, Bonnie, mach dein Ding. Vielleicht brauchst du nur eine kleine Aufmunterung. Seht her, Tom Fahn, besser bekannt als Phantom. Phantom liebt das Rampenlicht. You think yours is a real mustache? Who's done
4000 trunks ever since Donkey Kong. Slithering down every pipe, despite his plum-shaped body type. Who's gonna run in fear while screaming, Mamma Mia? Who leaves me gray and grim? Oh, what does Peach see in him? Mario! With great joy in my heart, each time I watch Mario Kart, you're first and doing so well. But here come the spiny shell! And now you and your rabbit friends have finally met your end. Just let me catch my breath, then I see you to death. Geile Bosseinführung. Und wir müssen was mit dem Rampenlicht machen. Sehr geile Bosseinführung. Meine Sensoren deuten an, dass Herr Turm das Phantom vor Angriffen geschützt ist, solange er im Scheinwerferlicht steht. Wenn dieser gierige Singvogel seine letzte Note singen soll, müssen wir einen Weg finden, diese Lichter auszuschalten. Ich wollte, dass der weiter singt. Das war mega cool. Muss ich das hier kaputt hauen? Oder wie läuft das? Okay, es gibt hier aber mehrere Kabel. Das heißt, der wird sich dann immer woanders hinstellen. Okay, okay, okay. Kann ich das... Oh, ich verstehe den leider nicht richtig. Da wäre ein Untertitel geil. Die Musik ist zu laut teilweise. So, es ist ein nationaler Schatz. Das habe ich verstanden. So. Machen wir einmal da hinten die Walküren platt. Ich weiß halt nicht, ob ich die Dinger ansliden muss da. Wir machen erstmal die Walküren weg. So. Ich schieße mal auf ihn, gucken, was passiert. Okay. Oh, das ist ein ganz schön, das wird ein ganz schön lauter Bosskampf. Wie er mitsingt die ganze Zeit. Das reicht nicht, weil sie so weit weggegangen sind, verdammt. Okay, muss ich das ansliden? Ja. Ah, dann wird der durch, also dann... Ah! So. Schießen wir auf den Boss einfach? Ich glaube schon. Der hat wahrscheinlich eh wieder mehrere Phasen. So. Bewegen können wir ihn auch noch. Ich kann ja eigentlich schon mal da reingehen. Aber hier ist man so unsicher. Achso. Ich stelle mich hier hin. Versuchen wir es hier zu überleben. Ich spule mal vor, dann singt er aber auch.
aber eigentlich lustiger, wenn das vorspult. Okay, nice. Den können wir ansliden. Dann mit dem Hammer eins überbraten. Ah, der hat auf jeden Fall mehrere Phasen, weil der... Der Scheinwerfer-Generator kommt immer erst neu, wenn er auf Null fällt, wahrscheinlich. Das heißt, es wird anstrengend. Dann kommen wahrscheinlich auch neue Gegner. Das heißt, es wird anstrengend. Verdammte Kacke. So. So machen wir den mal schwach. Wie es nicht reicht. So. Hi. Komme ich da wieder raus? Und hier. Das bringt mir alles nichts. Aber hier hinten rauskommen ist eigentlich ganz sneaky. Die Röhre gefällt mir. Eigentlich ist die Röhre auch voll gefährlich, weil die Gegner die auch benutzen können. Dass Rabbit Luigi da jetzt so scary steht, ist ein bisschen kacke. Genau deswegen. Lol. Okay, sehr gut. Glück gehabt. Was macht der da? Man kann den nicht ansliden. So. So. I'm a national treasure. Bist du dies? Ich glaube nicht. Ach, come on. Das ist mies. Das war jetzt echt mies. Triff mal bitte. Dann triff halt nicht. Die wird sich bewegen, von daher. Okay. So, dann gehen wir mit Luigi wieder hoch. Sliden das Ding einmal an. Gehen hier runter. Und gehen wieder hier hin. So. Und fupp. Schicken wir schon mal los. In der nächsten Runde könnten wir den Generator ja schon mal klein kriegen. Das mit Rabbit Luigi war ziemlich nervig jetzt. Oh, das war ein neuer Gegner. Au. Das ist uncool. Und die bewegt sich nicht? Okay, die bewegen sich auch nicht. Oh, ist das unangenehm. Wenn ich auf den Verteidiger schieße, geht das mit kaputt? Oh, wieso muss man das denn ansliden? Das ist voll dumm. Das ist mega dumm. Wir müssen die Valkyrie da jetzt platt machen, sonst nervt die hart. So. Was noch nerviger ist, ist die Tatsache. Kannst du Meeresleiden? Nein. Ah? Ach so. Jetzt schon. Warum steht da A? Aber da steht natürlich A, weil. Weil. Ich mich hier hinstelle.
Habe ich den nicht angeslidet? Das war dumm. Gehen auf den. Richtung Mario war jetzt ein bisschen doof. Aber ist eh tot. Okay, sehr gut. Alter. Ja, das meine ich. Die können das halt auch benutzen. Alter. Ja, noch einer. Okay, Luigi ist dead. Okay, wir starten das neu. Jetzt weiß ich ja, worauf es ankommt. Nehme ich Peach mit? Ich kann die gar nicht wechseln. Habe ich aus Versehen jetzt gedrückt? Ich weiß es nicht. Ba, 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 ba. Aber jetzt weiß ich ja, dass ich dieses Ding direkt hier kaputt treten kann. So. Dann das machen kann. Und ihn anschießen kann. So. Warum ist er denn immun gegen Versteinern? Das ist voll doof. Warum sind Bosse immer immun dagegen? Das zackt doch hart. Wir bleiben hier, machen unsere Vision an. Und schießen. So. Oh, oh, das war nicht gut. Das war gut. Das bewegt die schon mal nicht mehr. Das war nicht so gut. Okay. Komm ich bis dahin? Nein, egal. Wir können aber schon mal so langsam Richtung der anderen Leuchten gehen, weil wir wissen ja, wo er landet. You know. Nee, du musst leider erstmal den machen. So. Let's go. Wir uns hier hinstellen. Wenn wir uns beeilen. Ich weiß nicht, ob die Verteidiger eine feste Spawnzeit haben. Also so, sobald. Sobald er irgendwie in seiner zweiten Phase ist oder so. Boah, 254. Das ist hart. Das war nicht schlecht. Das war unter keinem Umstand schlecht. So, beiden Damage gemacht. Schwächen können wir den nicht. Okay. Geh doch nicht auf Luigi. Bist ganz schön nervig. So, Phase 2. My stage. Nein. Hi. Kriegst du das? Ich will Mario. Ach so, die Runde war noch nicht vorbei. Oder so. Das ist jetzt unangenehm.
Aber nur falls sie es nicht schaffen. Ja, deswegen habe ich es mal gemacht. Under the Spotlight. So, dann. Luigi wird sterben, aber Luigi hat seinen Job getan. Das ist leider so. Der wird nämlich voll auf Luigi gehen. Sag ich ja. Luigi, du hast gut gekämpft. Das darf Mario sich nicht bewegen. Das ist unangenehm. Kann ich zu dem hinrennen? Und das triggern? Nein. Problem ist, wenn Mario jetzt losläuft, ist der drin. Das ist voll das Problem. Ma, das ist voll das Problem. Der wird jetzt versteinert. Ja. Kacke. Ja, ja, du Treasure. Okay, mach deinen Gegner, deinen Kumpel mit weg. Au. Au. Jetzt stellt er sich da hoch und macht mir einen. Ja, nice. Alter, das tut auch überhaupt nicht weh, was ihr da macht. Okay, das war echt kacke. Ja, ja. Ist ein Schatz für alle. Bist der totale Schatz für uns alle. Wenn ich beide zusammenstelle, ist das auch dumm. Oh Mann. Ja klar, mach mal die Deckung weg. Was machen die jetzt? Okay, nix. Sehr gut. Das ist überraschend. Überraschend wenig. Ich bin gerade so ein bisschen am Sack, das ist mein Problem. Mario muss hier stehen bleiben. Im Idealfall. Weil da gleich die Lampe kommt. Ach komm, der hat so 20 HP oder so. 19, glaube ich. Ja, 19. Ich hätte den Damage Boost machen sollen vorher. Tschüss, Mario. Okay, ich glaube, Mario, Rabbit, Luigi und Luigi sind nicht die beste Wahl dafür. Wollen wir hier noch von Verteidigern reden? Das ist halt mega uncool. Eigentlich brauche ich es gar nicht weiter versuchen. Weil ich möchte gucken, was als nächstes für Gegner kommen könnten, wenn ich so lange überlebe. Und ob er wieder versteinert. You will be put apart. You
you to retirement. You saw not worth the hustle. Your princess is not worth a castle. Mushrooms won't end the pain. Time for the phantom to start his world. Okay. Was nun? Sterben, weil ich bald nichts mehr aus. Und Geister kommen, okay. Oh, voll ins Gesicht tot. Ja. Ja. Okay, ich versuch's nicht mehr. Okay. Und nochmal. Das würde ich nur dafür alles tun, um dieses. Diesen Kackkampf schnell zu beenden. Treasure. Soll man vielleicht nur ihn fokussen? Ich weiß es doch nicht. Warte mal, wie weit kommt Mario? Der kommt ja gar nicht so weit. Ja, warte, warte. Mario macht leider was. Ich krieg nur Peach rein? Ach, Mann. Schieß drauf. Toll, das sind... Es waren... Ja, weiß ich nicht, wie viel das war. Dann können wir auch den machen, wenn ich nur Peach reinkrieg. So. So, und dann schicken wir den noch hin. Und ich glaube, wir müssen uns dann erstmal nicht schnell um ihn kümmern, sondern um die ganzen Kack-Verteidiger, die hier rumlaufen werden. Au. Ich wollte gerade fluchen, dass Mario jetzt aus der Reichweite von all den Valkyren ist. So. Eat this. Stehst leider hinter einer guten Wand. Boah, ich kann bis hier hinlaufen. Oh, krass. Wir könnten die Ätzer besiegen, aber ich weiß nicht, wie das dann läuft mit den... den Runden anzahlen, ob das dann passt am Ende. Und er macht ja auch immer safe 70 Schaden an einem. Weil seine Kackeffekte immer triggern und er halt auch eh immer trifft. Ich meine, klar, wenn die offen rumstehen... Klar. Allgemein treffen die Gegnereffekte immer. Gehen wir mal hier hoch. Fehlt hier oben so eine Deckung. Das wäre ganz nice. So, Mario kann das beenden. Okay. So. Hi. Versteiner ihn. Versteiner ihn halt nicht.
Bla 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 bla. So, nein, mach erst die Valkyrie platt. So. Du kannst den jetzt treffen. So, der hat Steine um sich herum, das heißt, wir dürfen da nicht nah dran. So, bewegen sich die da direkt, die Kackverteidiger? Nee, ne, die sind nur rausgekommen am Anfang. Okay. Wir machen die Helden sich dann. Ich krieg keinen angegriffen. Das ist sehr gut. Ach. Rabbit Luigi. Yoshi. Mein Gott, warum sag ich denn immer Luigi? I don't get it. So, dann ist das schon mal down. 90 Rasereischaden ist doch schon mal nicht ohne. Ja, 264 bitte. Alternativ versteinern. Natürlich nicht, dann geht mal weg. Hahaha, nice. Da habe ich sie in den Mario reingescheucht. Zack. Zack. Ding, ding. Das Problem ist, was ich jetzt habe, ne? Ich meine, wir kriegen den down, bestimmt. Also einen davon. Der Rasereischaden von ihr ist halt nicht so krass. Ja, da stehe ich voll drin. Hat das echt gereicht für den? Okay. Schild hoch. Mario kann sich noch bewegen. Der Weg ist halt so lang. Schön, dass der mitgestoßen wurde. Ma. Stoß sie halt noch weiter weg. So, Mario, to the rescue. So. Tschüss, Mann. Wie sind diese ätzenden Verteidiger losgeworden? Das ist so viel wert. Only under the spotlight am I at peace. I'm at peace. Boah, bist du nervig. Just me and the audience. Ja, das geht nicht. Ich kann es trotzdem machen, komm. Obwohl, ich hätte die Ente nicht benutzen sollen. Die ist so gut gegen Ziggis. Dann hätten wir für die Geister gleich was gehabt direkt. Egal, das bis dahin ist das wieder... Ist das alles wieder resettet? Oh mein Gott, ist das nervig. Bis wohin kannst du laufen? Yoshi. Bis dahin. Okay, dann springt Peach bis hierhin. So, du wartest noch einen Moment.
Machen wir, geht mal hier in Deckung und wartet. Kriegen leider keinen direkten Sprung hin. Auf das Ding. Wir müssen es ja ansliden. Was ist denn der Scheiß? Ich kriege alle drei rein. Wie gut ist das denn? Kitsching. Warten. Mehr können wir nicht. Oh, Peach, darf sie dich bewegen. Aber Rabbit Yoshi. My Spotlight! Feuer! So. Feuer! Und... ich weiß nicht, ob er sich bewegen wird. Deswegen mal schützen. Feuer! Mario kann schon mal hier in die Richtung gehen. Ja, das klappt bei dem eh nicht. Okay. Alter, er schießt bis Mario? Oh, soll mal rechts sein. Ja, pass auf. Peach kann sich ja jetzt schon mal hierhin verkrümeln. Den anschießen. So, wenn wir Glück haben. Ah ne, Mario kann keine zwei Slides. Schützt sich Peach. Wir müssen jetzt die Geister wegmachen. Aber die Geister sind noch gar nicht gespawnt. So, Mario macht die beiden oben. Rabbit Luigi geht hier hin. Geht hier hin. Macht ein Schutzschild auch an. Schießen können wir noch nicht. Wir müssen auf Mario hoffen. Jetzt kommen die Geister. Okay. Can't hurt me not. Der Geist rechts wird nervig. Der links könnte easy werden. Aber der Geist rechts wird halt nervig. Warte mal, wenn ich Rabbit Yoshi jetzt hier hinschicke. Er hat ja hier die. So, jetzt kann Peach doch hier hoch. So. Nein, ich hätte Peach anspringen sollen. Ich bin doof. Ich bin doof. Wir hätten ihn machen können, Ziggy. Moment. Den kriegen wir trotzdem weg. So. 259, das ist schon mal die eine Hälfte gewesen. Kein Gegner in der Nähe. Okay, das geht nicht. Jetzt müssen wir nur, also wenn jetzt alle drei sterben, wäre das ziemlich traurig. Alles okay. Okay, okay, okay. Einfach drauf schießen. Jeder Damage ist wertvoll. Great. Für den Fall, dass er sich bewegt. Feuer. Das war ein anstrengender... Oh mein Gott. Was?
Das ist euer Ernst. Och, come on. Schnief. Ey, wir können jetzt zertrümmern. Nice. Ja, damit hätten wir die Welt abgeschlossen. Die muss ich dann halt, müssen wir dann irgendwann mal repeaten. Aber im nächsten Part gibt es dann die Prüfungsfolge. Ich muss in der Folge schon so viel schneiden. Und in der nächsten Folge auch noch die Prüfungsfolge. Okay, ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Part. Sorry, wenn der Part. Ich weiß nicht, ob das. Es war nur ein Kampf, glaube ich. Wir sehen. Es ist viel zu anstrengend gewesen. Also, wir gucken jetzt erstmal in die Waffen rein. Wir haben neue Waffen bekommen. Ich glaube, allgemein für alle. Ja, und da Mario immer dabei ist, kriegt er natürlich als erstes Waffen. So. Die anderen müssen warten. Wir sehen uns im nächsten Part von Mario & Rabbids Kingdom Battles. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.